beschränke ich auch alle mal. Ah ne, dich beschränke ich gar nicht. Du musst ganz viel Zeug rein. Gut. So, so. Und Alienlampen. Unbedingt Alienlampen weitermachen. Das Geflacker geht mir richtig auf den Senkel gerade. In dem rein und raus scrollen. So, Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Was ich jetzt hiermit mache, weiß ich gerade noch gar nicht. Was war noch, was war noch? Genau, die hier. Die hier runterstellen auf, keine Ahnung, 20 jeweils. Das reicht ja schon fast, weil die Roboter ja auch selber, ne, 20 sollten es schon sein. Weil die selber ja auch noch fliegen. Sobald es ansatzweise leer ist. So. Ist jetzt auch nicht 100% effektiv, weil es dann vorkommen kann, dass keine Tränke da sind. Wobei es unwahrscheinlich ist, was könnte vorkommen. Wirklich super, super 100% haben wir es erst, wenn wir später einfach 3, 4 rote Fabriken haben, 3, 4 grüne und dann, ne, dann passt das. So, was wollte ich noch alles machen? Ich wollte unten Tin endlich haben. Das ist richtig. Ich wollte hier ein bisschen Kram reinschmeißen. Den ich gerade nicht so wirklich hundertprozentig brauche. So. Ding, das behalte ich mal. Behalte ich. Ah, doch, die nehme ich mit für den noch mehr Türme. Die da können weg. Die. Nee, warte ich auch. Falls ich schon mal anfangen will, die Tränke vorzubereiten. Was ich könnte, richtig? Richtig, ich könnte 42 Stück jetzt einfach so herstellen. Schick. Oh, und ich brauche die da. Für unseren Außenposten. Haben wir hier überhaupt irgendwo einen Ausgang? Ja, da unten. Da ist das Tin, das ich haben will. Schön, schön. Also. Blub. Ja, und rüber, rüber, rüber. Und einfach mitten rein da. Wo es am ergiebigsten ist. Hier irgendwo. Hab ich denn Drills? Ja, 4 Stück. Okay. Dann drill doch mal hier und da. Da und da. Und tu das in rote Kisten, weil rote Kisten mehr Platz haben als die Eisenkisten, die wir hier sonst haben. Naja, wobei sie sind auch teurer. Mach einfach Eisenkisten so. Dann hätte ich gerne hier so ein. Und ich hätte gerne blub, blub, blub. Nach Osten mache ich nichts, weil von Osten dürfte eigentlich nichts kommen. Und dann tue ich da noch einen hin. Und da noch einen hin, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Angriffe von da kommen werden. Von da, wo das ganze Viehzeug ist. Und da wir jetzt schon, keine Ahnung, in dieser einen Folge von 20 Minuten gefühlte 12 Mal da oben angegriffen worden sind, laufe ich kurz mal hin und gucke, was die Mauern so hersagen. Also die Mauerturm-Konglomerate. Ah, das waren sogar die alten Türme. Bei dem hier. Okay. Ihr seid okay. Ihr habt keinen Schaden genommen. Ah, ganz klein. Oh. Ich wollte gerade sagen, ganz klein bisschen nur. Aber der da. Der hat Schaden genommen. Definitiv. Ach, du gute Güte. Aber, ne, wie ich gesagt habe, überall kleine Alien-Antefakte. So muss es sein. Ich habe fast versucht, die Geschwindigkeit hochzudrehen fürs Reparieren. Okay, es ist keine Basis für die Zukunft. Muss es aber auch gar nicht sein, weil ich denke, ich kann das Ding jetzt schon abreißen. Weil ich habe so viel von dem grünen Zeug, das wir momentan nicht so wirklich aktiv nutzen. Aber später irgendwann. Und ich kann die Artefakte benutzen. Ja. Ich hade gerade damit. Ups. Ich hade gerade damit, wie schwer es ist, meine eigenen Türme zu verletzen. Nein, damit, wie risikoreich ich vorgehen möchte. Weil wenn ich hier durchgehend töte, werden die Gegner ja auch weiter von der Evolution her. Das heißt, es kommen die besseren Viecher. Was wieder bedeutet, dass wir mehr Kristalle bekommen und dass wir später auch Alien-Artefakte noch mehr bekommen und die Eier und was weiß ich. Aber sie sollen ja auch allgemein mehr Schaden machen und mehr aushalten. Also alle Viecher schlichtweg durch irgendeinen Mod.
sodass es irgendwann richtig schwer wird, gegen sie anzukommen. Aber wir haben ja auch die Mods, die uns stärker machen. Ja, ich glaube, das Ding einfach da. Und hol dann alle paar Folgen das da mal ab. Die Basis da oben sieht wesentlich besser aus. Wie ist das irgendwie viel verstreuter? Ich habe keine Ahnung, warum. So, als wenn Patrouillen hier langlaufen würden. Und mal von da kommen, mal von da. Ha. Na gut, ihr... Ja, hab nur einen klitzekleinen Kratzer abbekommen. Okay, ein bisschen mehr als einen klitzekleinen Kratzer, aber... Oh, und Repair Packs automatisieren. Auch noch mit auf die To-Do-Liste. Gut, 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 gut. Tungsten brauchen wir noch nicht. Ach. Unsere Einweihungsparty bei dem Tinnfeld. Sehr schön. Und es wird nur Turm angegriffen. Das ist wirklich gut. Wenn die Strommasten angegriffen werden würden, wären wir tot. Ja. Also sobald da unten nicht mehr steht, dass irgendwelche Türme schießen, haben wir ein Problem. So, 141 Objekte brauchen Construction Bots. Das sind meine ganzen Abreißaufträge, ne? Jupp. Gut. Stahl wird fleißig hergestellt. Die Kisten sind auch wirklich beschränkt. Jupp. Gut. So, was war es noch alles? Also Repair Packs automatisieren. Irgendwann wieder Forschung anschmeißen. Die Altlasten hier wegmachen. Die Roboter, die ich vorbereitet habe, auch mal bauen. Ich habe hier 29 Inventar. Bau die mal. 2, 3, 4. Gut. Hätten wir das auch langsam? Mehr Robo-Abdeckung. Ja, mehr Robo-Abdeckung hätte ich auch ganz gerne. Hier irgendwo. Gut. Und dass wir das denn hier ein bisschen umbauen. Bessere Schmelzöfen wären schick. MK2 Schmelzöfen. Auch wenn sich das hier jetzt schon gerade wieder staut. Warum staut sich das? Weil irgendeiner von euch voll ist, richtig? Yep. Okay. Oh, und alle sind ausgelastet. Immer noch? Immer noch. Okay. Ich hatte kurz damit gespielt mit dem Gedanken, dass ich einfach hier lila Kisten draus mache, damit dann alle Eisenplatten hier unten eingelagert werden. Aber das ist noch zu viel Arbeit. Wir sind immer noch dabei, unsere Krimskramskisten von früher auszusortieren, die da. Achso, die gesamte Anlage hier kann weg, richtig? Die war nur dafür da, braune Chips herzustellen. Und die grünen Tränke da können auch weg. Ja, okay. So, weg. Weg, richtig? Ich denke schon. Wir haben dann keinen Strom mehr für das Ding hier, aber das ist egal, das funktioniert eh nicht so wirklich, wie es soll. So reißen wir es auch erstmal. Gut. Gut, 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 gut. Das heißt, das ist dann wirklich nur noch der Platz für Magnete, Superkonduktoren und so weiter. Nee, auch keine Superkonduktor mehr. Die haben wir auch abgerissen. Haben wir nicht neu aufgebaut. Ja gut, ist nicht so schlimm. Wir haben momentan eh keinen Fokus auf die Replikator-Geschichte, weil wir erstmal dafür sorgen müssten, dass die Replikator-Geschichte komplett aufgebaut ist. Also es bringt uns nichts, wenn wir jetzt den MK4-Replikator erforschen, wenn wir immer noch MK1-Replikatoren aktiv in der Arbeit haben. Das ist nicht so schön, ja. Also bauen wir bitte 10 von den Photon-Replikatoren. Und ich brauche mehr braune Chips. Und die werden mir wohl bloß gerade nicht geliefert, weil Roboter zu tun haben. Na doch. Ah, ist das schön, Logistik-Slots zu haben. Wie teuer sind die nächsten Logistik-Slots? Zeig mal her. Wo ist das kleine Männchen mit dem Symbol? Da ist das kleine Männchen. 150, 150. Research. Miau, miau, miau. Ah, habe ich das vermisst. Schnelle Roboter, Logistiksystem, durchgehendes Gepiepe. Das ist Factorio. Nichts anderes. So, das hier würde ich auch ganz gerne roboterisieren. Aber ich muss vorsichtig sein. Ich will jetzt so viele Sachen roboterisieren, dass die Roboter vielleicht gar nicht hinterherkommen. Vor allem sehe ich auch hier schon wieder das Problem mit dem Aufladen. Das heißt, ich sollte dieses kleine Aufladeding, das ich hier irgendwo reingeschmissen habe, das da. Robo Charging, was auch immer. Darf
davon sollte ich ein paar mehr bauen und irgendwo hinklatschen. Unter was fallen die? Da. Oh, bessere Charging Pads. Oder auf einmal zwei Stück. Gut. Und dann verteilen wir die einfach an taktisch günstigen Positionen. Wie momentan zum Beispiel hier. Aber nur so lange, bis die Kisten leer sind. Dann mehr Construction Bots. Weil wie ihr sehen könnt, haben die viel zu tun bei mir. Weil ich jetzt immer noch am Umbauen bin. Und das Umbauen wird weitergehen. Also auch die Anlage wird irgendwann umgebaut. Das ganze Ding hier wird rausgerissen für die weißen Chips. Ja. Das Ding wird woanders hingesetzt. Das Ding wird durch elektrische ersetzt. Aus dir machen wir auch mal eine rote Kiste, damit das Blei weggebracht werden kann. Und mit dem Nickel konnte man irgendwie Schwefelsäure herstellen? Ja, ich glaube, da war auch noch was. Öl ist mal wieder ein Problem. Dumm. Dumm. Oh, stimmt. Da war auch noch ein wichtiger Hinweis, dass ich die Ölgeschichte langfristig auf Fässer umlagern sollte. Was eine echt gute Idee ist. Weil dann habe ich nicht das Tankproblem. Dann habe ich einfach ganz, ganz, ganz viel Leichtöl in Fässern im Lager. Und es ist alles flexibler. Und unser Tin-Ding wird schon wieder angegriffen. Was okay ist. Ne? Ich vertraue dem Tin-Ding. Aber trotzdem hätte ich ganz gerne ein paar Tinplatten erstmal zum Arbeiten. Noch mehr Artefakte. Stimmt, jetzt wo wir so viel Eisen hatten, könnten wir schon mal fast dran denken, hier das mit den Fließbändern zu machen. Also eigentlich hier auf der Höhe nur Fließbänder nach unten laufen lassen. Damit alle Alien-Artefakte unten landen. Aber das ist wieder so eine Dekadenz-Sache. Die brauchen wir nicht unbedingt. Ich kann auch alle paar Folgen mal außen rumlaufen. Das ist ja nicht so das Ding. So. Sapsch, sapsch, sapsch. So, wie viel Dinner haben wir inzwischen? Boah. Boah. Sehr schön. Ja, schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das kommt alles ins System. Und ich wollte schon im E-System sagen. Auch wenn das schon ganz schön lange her ist, dass ich Minecraft gespielt habe. Ja. Strom. Sieht gut aus. Sollte ich trotzdem nicht aus den Augen verlieren, alles hier mit Gelb zuzupflastern. Also sowohl die Akkus als auch die Solarpanels. Auch wenn wir anscheinend die Solarpanels nicht so wirklich doll mehr brauchen. Aber ne, Zukunft und so. So, Kisten sind noch nicht fertig. Die Alien-Artefakte sind noch in Arbeit. Hier. Bam, bam. Das sollte jetzt theoretisch nach unten gebracht werden, richtig? Oh, und ein Bonus-Alien-Artefakt. Schön, 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 schön. Die können weg, 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 weg. Die Photonic Replicators sind fertig. Das ist das höchste, nee, ne? Oh. Hä? Oh nee, Quantum ist das höchste. Warum ist denn das höchste nicht ganz rechts? Das ist komisch sortiert. Brauchen wir vier davon. Was fehlt dann? Eisen und grüne Platten. Okay, Eisen sollte nicht so das Problem sein. Mach mal da hier ein paar raus, damit hier wieder eingefüllt werden kann, dass sich nicht so sehr staut. Oh Gott. Haben wir jetzt Roboter, die nichts zu tun haben? Ja, okay. Bitte Bach, hier draus. Eine lila Kiste. Jupp, ganz viele Router am Fliegen. Und hier habt ihr neuen Stauraum. Und ich baue euch bald neuen Stauraum. Nimm mal mit, nimm mit, nimm mit. So. Und 5 Quantum, schieß mich tot, Dinger. Blip. Komm schon. Blip, blip, blip. So, Schmelzöfen kommen jetzt nicht hinterher. Das liegt aber daran, dass es momentan sich hier unten überall staut. Das heißt, noch schnellere Fließbänder wären toll. Oder auch das mit Robotern lösen. Aber was ich vorhin gesagt habe, ich musste echt vorsichtig sein. So, wir haben mehr Logistik-Slots. Das ist sehr schön. Jetzt gucke ich aber erstmal bei den Schmelzöfen.
Das müsste irgend so ein schmelzofenartiges Symbol sein, so wie das da. Und es braucht 200 blaue Tränke. Wie viele blaue Tränke haben wir denn im System? Gar keine. Doch, 73. Und 164 rote Tränke und 34 grüne Tränke. Das ist viel, viel, viel zu wenig. Das ist nicht schön. Also wir müssten jetzt irgendwas forschen, was keine Tränke braucht. Was ein wenig schwierig ist. Außer halt die Replicator-Sachen. Aber die Replicator-Sachen, die brauchen Superkonduktoren, die wir auch nicht unbedingt haben, weil wir sie gerade nicht automatisieren. Das heißt, wir müssten Replicator-Sachen erforschen, die nur... Ach, einer. Wow. Die nur Magnete brauchen. Also sowas wie das hier. Zinkohr replizieren. Ditec-Gems replizieren. Topase replizieren. Vielleicht für später mal irgendwie. Schwefel replizieren? Nein. Das braucht auch schon wieder alles das da. Mehr, das will ich nicht. Ja, machen wir die. Nur die Edelsteine, ist okay. So, die da nehme ich wieder mit. Ich hätte gerne ein paar mehr. Oh, sehr schön. Ein paar mehr davon hätte ich ganz gerne. Und Magnete. Hätte ich auch ganz gerne ein paar mehr. Gut. Und mehr davon. Wow. Okay, stopp. Mir war nicht bewusst, dass ich so viele Superkonduktoren dafür brauche. Nee, dann machen wir jetzt noch was anderes. Dann mach doch bitte zuerst... Was? Wir brauchen Zäpfchen. Oh, das ist auch alles noch gar nicht angeschlossen. Okay, du... Du bist ab sofort eine rote Kiste. Du bist ab sofort eine blaue Kiste und du hättest gerne ab sofort Quarz. 200 Stück. Gut. Und ich habe in den letzten beiden Folgen gut was geschafft, würde ich sagen. Was ein paar Dinge angeht. Allerdings sollte ich mich ein bisschen mehr konzentrieren auf einzelne Sachen. Zum Beispiel würde ich ganz gerne in der nächsten Folge das mit den Fässern machen. Und wo ich die Batterien gerade sehe, Batterien kann man inzwischen auch einfacher herstellen durch Yuuki. Okay, also nächste und vielleicht übernächste Folge dann wahrscheinlich auch noch. Reißen wir das hier alles mit dem Schwefel ab. Das da auch. Die Geschichte hier unten auch. Also ich glaube, wir reißen alles ab. Bis auf das hier, das, also die Grundölgeschichte bleibt bestehen. Und das Klomaradatsch bleibt auch erstmal bestehen. Aber die ganzen Anhängsel hier unten, die Fließbänder und so weiter, die kommen erstmal weg. Und werden dann oben hin sortiert. Das wird eine Weile dauern. Und dann mache ich unter jeder Ressource, die beim Öl rauskommt, also Petroleumgas, Leichtöl, Schweröl, Lubricant, Schwefelsäure, kommt jeweils eine Fabrik drunter, die dann die Flüssigkeit in Fässer schmeißt. Also wir werden sehr, sehr, sehr viele Fässer brauchen, aber Stahl müsste momentan eigentlich okay sein. Wow, gut.